Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und ja, vielleicht gefällt es euch heute wieder, dann lasst doch gerne einen Kommentar und ein Like da. Wir gehen mal kurz raus und hoffen, dass uns gesagt wird, wie es weitergeht. Warte, Kindchen! Ja, ich warte. Geht's auch schneller. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena schauen willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Dann komm. Ich hoffe, die Reise mit dir geht schnell dahin. Dann, ja. Schauen wir mal. Wir müssen nämlich über Claw City, über Route irgendwas irgendwo hin. Pah! In Claw City ist es immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Was? Welche Pokémon mögen es denn staubig? Welche Pokémon mögen es denn schon staubig? Und wir müssen... Gucken mal. Ich glaube... Ups. Wir müssen... Hier über... Nur gut, ich warte, ich muss mal die Karte mal angucken, kurz. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung gehen, ne? Oh nein! Bestie ist wieder am Start. Was geht? Ah ja, der wurde ja verhaftet oder bestraft. Was sagst du denn hier? Bist du hier, um zu gaffen? Erfreut dich mein Anblick jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Gerade nicht. Eigentlich schon. Und schon wirst du wieder kleiner. War ja von einem miserablen Trainer wie dir zu erwarten. Aber denk nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena Challenge teilnehmen zu lassen. Oh Gott, jetzt kommt Papela. Oha. Oha. Wen haben wir denn da? Einen arroganten Schnösel. Das ist mal ein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschroben ist er auch. Das Zeug vom Charakter. So mag ich das. Die finde ich den geil, okay? Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Pink! Pink! Von Kopf bis Fuß! Herzlichen Glückwunsch, Jüngchen! Oh Gott, wird der jetzt Arena-Leiter oder was? Sie sind doch Papela, nicht wahr? Was in aller Welt soll das eben? Oliver hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, lässt sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jüngchen? Ob ich das kann, ist das Ihr Ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Search City weiterreisen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das hier erfolgreich in die Wege leiten. Oh mein Gott, diese Papela. Die ist schlimm. Ich glaube, hier ist richtig, ne? Hier ist Route 7. Ich warte, ich gucke mal auf die Karte kurz. Karte. Ich muss nur kurz gucken, ob ich richtig laufe. In die richtige Richtung. Ja, hier ist Route 7. Wir sind hier in Cross City, also müssen wir hier hin. Gehen wir denn Route 9? Ich glaube, wir müssen also über hier rum. Einmal so rumgehen und dann wieder zurück. Sehr wahrscheinlich. Okay, das ist noch einiges, was wir uns davor haben. Aber kriegen wir hin. Ich hoffe, wir kriegen es gemeinsam hin. Und wir schauen uns mal an. Oben oder unten rum? Hier ist der Bahnhof. Oh nein. Hallo, na, wie geht es voran mit deinen Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die
Wandteppiche in der Schatzkammer an. Krawum, oh nein. Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt war das? Och Mann, Leute, was ist passiert? Das laute Geräusch da eben kam aus dem Claw-Stadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Ligapräsidenten. Schnell, wir müssen es untersuchen, glaube ich. Oh, eine Energiequelle. Hier, was zum... Was ist denn los? Schlägt dein Detektor aus? Ja, genau. Das sollte eigentlich nur an Orten geschehen, wo es möglich ist, Puppen zu dynamaxieren. Oh, was habt ihr angestellt? Sanja, Niklas, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnten sich mitten in Klossetti ein Puppen und deine maximieren. Im Ernst, das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Delia, du Trottel. Ich kann's kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Church City, damit du dir den nächsten Ohren schnappen kannst. Wow, ich darf nicht mal mitgehen. Ich darf nicht mal mitgehen, wow. Oh nein, da ist unser Rivale. Hey, fahren wir jetzt in der Bahn? Ja, du winkst mir, komm. Was willst du mir sagen? Das wird eine Scheißfolge heute. Dieser Wald und Papelas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Gut, dann auf zu Route 7. Warum willst du ausgerechnet auf Route 7 kämpfen? Ich bin mal gespannt, was es für Pokémon da gibt. Und ich bin gespannt, wo es dieses Gala, was ich in der Arena gesehen habe, das Gala Smogmog gibt. Genau. Route 7, sagt er jetzt wieder einen Schritt weiter und ich gebe dir in den Kampf oder was sagt er mir? Boah, diese Brücke. Niklas, wenn ich stark genug werden will, um Delion einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt schon sicher, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Okay. Der ist nervig, der Typ. Du bist einfach nur nervig. Mal gucken. Torborg, okay, was habe ich überhaupt gerade vorne? Sollte ich mal ein anderes Pokémon trainieren? Nur Effects? Ja. Ich hau einfach mal mit Giftig drauf und wir sind einfach 10 Level stärker. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber ja, passt schon. Vergiftet, ja lol. Ich wechsle mal aus. Auf ein Unlicht-Pokémon wäre nicht verkehrt, ne? Aber wir sind eh verwirrt. Und das Gift wirkt ja so oder so. So, dann können wir ja mal wechseln. Pokémon. Wir haben ja die alle noch nicht in Action gesehen. Der wird sehr wahrscheinlich. Bringt nichts. Bringt nichts, er kann nichts machen. Habe ich das? Ach so, ich habe ja den anderen Fuchs rausgeworfen. Ja, ich wollte schon sagen, habe ich nur das als Unlicht-Pokémon? Sehr wahrscheinlich nur das hier. Okay, passt schon. Der hat sich zum Glück endlich entwickelt. Meine Informationen waren damals dann irgendwie anscheinend falsch mit Level 35. Entwickelt sich ja später. Schlecker. Der Kampf dauert schon wieder jetzt viel zu lange, aber passt schon. Das ist sehr gut und ja. Ich wollte nicht vorlesen, was da stand jetzt. Mir hat eben zu langsam vorgelesen und dann haben wir es geschafft und gepackt. Und dann. Funifras ist ein Feuer-Pokémon. Haben wir denn irgendwas, was da hilft? Ja. Ein Wasser-Pokémon. Das ist richtig, Funifras ist ein Feuer-Pokémon, ne? So. Der sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Aber macht ja nichts. Wir werden auf jeden Fall den Tauch einsetzen. Surfer wäre auch geil, wenn der Surfer könnte. Nur halt nicht für Doppelkämpfe, ne? Aber du hast ein H2O-Pokémon. Und dann den Taucher und dann ist es besiegt. Sehr gut. Funifras wurde besiegt. Und dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie wir nach vorne packen sollen auf dieser Route. Ich weiß gar nicht, was für Pokémon kommt. Müssen wir mal schauen gleich. Elektro-Pokémon wechseln. Wir haben aber nichts gegen das Elektro, was gut ist. Dann machen wir einfach unseren Starter und der regelt schon.
Und dann passt das schon, weil der Vogel, der Urgel, der ist halt vierfach schwach dagegen. Das ist halt nicht gut. Das ist nicht gut. Ups, das war die falsche Taktik. Ich habe aus der Nitro-Ladung gedrückt, weil ich zu schnell geklickt habe. Ich trottel schon, aber das reicht fast aus. Knirscher. Okay. Elektro ist schon irgendwie geil, aber der passt irgendwie nicht in mein Team. Oh, das war unnötig. Wieso mache ich das jetzt? Das war dumm, ohne zu überlegen. Setze ich einfach die stärkste Attacke an, obwohl der schon halb tot ist, ne? Obwohl der schon halb tot ist. Wow. Bin ich wieder intelligent, egal. Und was ist das letzte Pokémon? Hast noch eins? Relaxo. Was? Weiterkämpfen. Wie kommt der auf die Idee, Relaxo zu benutzen? Ich hätte auch Doppelkick machen können, aber ich glaube, Feuerball ist da schon eine Nummer besser. Oder auch nicht, aber es brennt vielleicht. Nee. Body Slam, oh Gott. Mein Hammer. Oh, mit Volltreffer. Und ist paralysiert? Nein. Na, hattest du mit dem einem Volltreffer gerechnet? Nein, aber mit der Paralyse, ja. Glaube, der geht von uns. Der geht unter. Nein, wir sind noch trotzdem schneller, obwohl wir paralysiert sind. Und wir treffen zum Glück. Wunderbar. Der Kampf, der zieht sich ja schon wieder ein Stückchen in die Länge, aber passt schon. Und dann. Das ist dein. Ja, wow. Das Pflanzenvieh. Wir müssen drin bleiben. Wir müssen aber jetzt versuchen. Eine Top. Top, 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 top. Genesung haben wir nicht. Top-Beleber, Supertrank, Hypertrank. Einmal das und dann müssen wir den Hyperheiler einsetzen. Der wird sehr wahrscheinlich nicht so genug Schaden machen. Weil ich glaube nicht, dass das mit der Para geht. Oder wie stark ist überhaupt? Slam. Level 37. Ah, okay, das ist ja ein Kindergeburtstag, das Pokémon zu besiegen. Den Pflanzenstatter. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich finde den halt mega hässlich. Gefällt mir nicht, trifft nicht meinen Geschmack. Aber ist im Ansicht, es gibt auch welche, die feiern den voll. Aber für mich ist das nix und deswegen mache ich Feuerball drauf, mache kurz einen Prozess mit dem Starter von meinem Rivalen und hoffe natürlich, dass der besiegt ist und wir gut Erfahrungspunkte bekommen. Sehr schön. Wunderbar. Gegenschlag. Naja, wenigstens kann ich dann gegen die Geist-Pokémon ja, behaupten, genau. Mir fehlen die Worte gerade. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich nicht aufdrehen. Immer Ausreden am Suchen. Tali wollte schon sagen. Lol. Immer Ausreden am Suchen, mein guter Rivale. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Dedon einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mache noch schnell dein Team wieder fit. Danke, danke, kein Thema. So. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will den hier und den Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir den Arenaort in Search Sester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Guter Tali. Da müssen wir drauf verzichten. Da ist ein Kampf und da ist ein Pokémon. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon sein soll. Ach so, das ist das. Ist das die Weiterentwicklung? Nein. Dort ist die Weiterentwicklung. Mountzinger ist die Weiterentwicklung von. Ich bin ja gerade irritiert. Das ist die Weiterentwicklung, ja. Von Galamauzi. Wir flüchten aber mal, weil das ist ein langweiliges Buch und so. Ich will aber.
Ja, also mein Bestes, ich müsste den eigentlich trainieren, ne? Aber der kann keine guten Attacken. Ich pack dich mal nach vorne, wegen deinen Kampfattacken. Wir müssen mal kurz gucken, ich weiß nicht, was die hat, ich will das Item holen. Äther, so, jetzt aber bitte einmal kämpfen. Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Partner im Rampenlicht zu stellen. So. Dann schauen wir mal. Gut gewählt, denn wir haben ja ein Käfer-Feen-Pokémon. Das heißt einmal Feuerball und das ist besiegt. Und dann schauen wir mal, wie es abgeht, wie es hier läuft und ob es gut wird oder nicht gut wird. Das sehen wir nämlich dann gleich. Ich muss mal gucken, wie weit wir hier kommen, ob die Route jetzt kurz oder nicht kurz ist. Goldra, das entwickelt sich bald. Hornweisel, okay, wir bleiben mal drin. Und dann schauen wir mal. Erzwinger, das ist natürlich blöd, aber ich glaube, Nitro-Ladung müsste ausreichen, weil Erzwinger ist halt blöd. Ich will halt nicht direkt meine beste Attacke dann direkt 2 verlieren für einen Angriff, weil auch Nitro-Ladung ausreichend ist, um Hornweisel zu besiegen. Sehr gut, so. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Danke, danke der Lobeshymne. Aber wir müssen noch viel und stark werden. Oh ne, hier kommen wir noch nicht lang. Und so singen wir laut und klar, Miss Mary World Champ. Hip, 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 hurra. Okay, wir kommen hier nicht lang, wir kommen dann da erst rum. War klar, dass sie da absperren, was ist das? Iskala, ist klar. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Aber ich will gegen den Typ da kämpfen. Komm. Ein Taxi plaudert immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch für Pokémon-Kämpfe. Aha. Okay. Interessant. Interessante Sache. Ich bin mal gespannt, ob Nitro-Ladung ausreicht, weil die sind ja 12 Level schwächer. Also ich weiß nicht, warum wir so hart und krass leveln. Ich habe nicht wirklich viel offscreen trainiert. So, ihr habt es gesehen, in Livestream habe ich ab und zu mal ein bisschen was gekämpft in der Naturzone, ein paar Pokémon besiegt. Das war es aber schon. Und deswegen so zu OP zu sein, das ist eigentlich schon fast nicht möglich, würde ich mal behaupten. Wir schauen mal. Soll ich wirklich den Baum schütteln da wieder? Ich habe keine Ahnung, ne? Wir müssen auf jeden Fall Pokémon wechseln. Das Goldra trainieren, damit sich das entwickelt und damit wir endlich Katapultra bekommen. Aber das entwickelt sich erst auf 50. Das ist noch ein steiniger, weiter Weg. Geronimaz. Ladungsstoß. Oh, ich hätte auch die neue Attacke mal testen können. Habe ich die schon überhaupt im Kampf gesehen? Ja. Natürlich im Livestream von den anderen Reflex. In den Raids. Aber von mir selber glaube ich noch nicht. So, besiegt. Wenigstens kommst du neues Level, sehr gut. Ich glaube, wir schütteln einmal den Baum. Egal, wohin ich mit meinem Taxi düse, Einsamkeit und Niederlage sind meine stetigen Begleiter. Das ist natürlich dann doof. Für dich. Aha, okay. Nicht so aggressiv. Schüttel den Baum. Wenn das jetzt so ein blödes Raffel rauskommt, oder ja, Raffel war richtig, ich habe es einmal Raffel genannt, dann weine ich. Ne, es ist die Weiterentwicklung. Der Schlafferell. Schlafferell? Ich weiß nicht, ob das wirklich ausgesprochen ist. Dick, oh Gott, Level 40. Wir dürfen auch, glaube ich, bis Level 40 fangen. Kann das sein, aber bis 45? Okay, wenigstens haben wir ein paar Bären bekommen. Das ist schon mal gut. Aber die sind aggressiv. Und hier durch. Oh. Alle laufen mich an. Das war schon Route 7. Die war aber ziemlich kurz. Ist das für eine komische Route hier? Oh, shit. Oh, Piondragi. Ja, die wilden Pokémon sind richtig heftig, würde ich mal behaupten.
Die sind krass. Ich muss. Ist das Togedemaru? Ja, ne? Nein! Ich will das mal hier oben alles angucken. Warte, geh weg. Und da kommen wieder Pokémon. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Zwirklob. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Was hier so geht. Und so. Was hier geht? Was geht denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Belehrt mich was Besseres. Ah, nur ein blödes Schild. Wow. Tipps für Trainer. Du kannst warten, indem du einfach die leuchtenden Pokémon-Nester in der Naturzone untersuchst. Wenn du das hier liest, heißt das, du bist schon weit gekommen, nur weiter so und durchforste die Naturzone nach mehr Nestern. Okay, hier ist schon mal nichts Interessantes. Und jetzt bin ich dann voll in das Togedemaru reingelaufen, was da eben stand. Togedemaru! Also das ist cool gemacht hier, die Animation von Togedemaru. Das gefällt mir. Das gefällt mir wunderbar. Und das war sogar auf Level 41. Krasse Scheiße, würde ich mal behaupten, ne? Dann müssen wir hier dann einmal runter. Ich weiß noch nicht, wie wir da oben hinkommen, aber da unten wird ein Trainerkampf stattfinden, sehr wahrscheinlich, ne? Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Ein Augenblick bitte, es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Oh Gott, wir sind aber noch topfit eigentlich. Gute Professorin. Ärztin, sorry. Ärztin. Roselia, oh nö. Ich mach mal Nitro-Ladung. Ich mach mal Nitro-Ladung. Normalerweise müsste das komplett ausreichen und komplett funktionieren. So, dann haben wir das besiegt. Ich hoffe, ich habe mich nicht vergiftet. Das wäre mich traurig. Und dann gucken wir mal, was hier passiert mit meinem Team. Und dann, ich habe keinen Plan, was das für Pokémon ist, ne? Ah, das Pokémon. Ja. Ich weiß nie, was das für ein Typ hat. Deswegen einfach mal den Feuerball drauf und dann sollte das eigentlich schnell besiegt sein, genau. Wunderbar. So funktioniert das doch einwandfrei. Besiegt. Sehr schön. Und dann haben wir die gute Dame besiegt. Wenn es meinem Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Gut, ich gucke mal, ob wir die Route noch geschafft kriegen in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, wie groß die ist. War Route 7 war ja lächerlich kurz. Aber komplett lächerlich kurz. Es war eigentlich der kürzeste Route hier. Haben wir hier wenigstens ein schönes Item? Irgendwo, ja. Leuchtstein gefunden. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. So. Jetzt müssen wir da vorsichtig runtergehen. Hier die Treppe hoch. Gehen wir jetzt hier einmal rum. Komm, da kann ich drüber gehen, okay. Alles klar. Achso, hier oben komme ich einmal hin mit dem Item, das ist klar. Ah, guck mal, da unten, wer da ist. Ein Freund, den ich ein Shiny bekommen habe. In der. Im Livestream. Schmalhorn als Attacke. Zur Zufall, ne, habe ich den als Shiny im Livestream bekommen. Wer dabei war, weiß es. Ja. So, das war das. Nein, falsch, 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 falsch. So, dann gehen wir da unten lang. Das ist ja keine komplizierte Route eigentlich. Hier kann man sich ja nicht verlaufen. Ich muss kurz aufpassen, dass ich nicht in das Strepoli reinlaufe, weil er aggressiv ist. Aber da war noch ein anderes Ausrufezeichen-Pokémon. Leginos. Genau, den habe ich hier als Pokémon in Shiny bekommen. Falls ich ihn nochmal hier auf der Route als Shiny antreffen sollte. Das war auch, glaube ich, der erste Leginos-Raid, den ich gemacht habe. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Und dann direkt Shiny. Hey, habe ich den? Ich habe den noch gar nicht berührt. Mann. Strepoli, geh weg. Meistergriff ist cooler. Aber keiner ist cooler als Famicooler. Ihr wisst es ja, ne? Übertränke. So. Vorsicht, hoch. Es ist eine komplizierte Route, was das angeht, nicht. Nur halt viel rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das geht mir schon auf den Schnürsenkel. Ja, wow. Wie komme ich denn da hin? Erstmal verstecktes Item. Ich glaube, wir müssen die Treppe. Ups, die Treppe nehmen. Sehr wahrscheinlich. Wir werden es mal sehen. Wir schauen mal kurz.
So, Erzwinger von Zurclub wirkt. Ja, klar, aber wir greifen dich ja nicht an. Macht ja keinen Sinn, alles so zu machen. So. Ist das richtig? Oh. Wir können hier theoretisch runterspringen, aber wir können ja nicht die Treppe lang. Wir müssen kurz vorsichtig hier durchlaufen. Ich bin so dumm und laufe auch noch da rein, ne? In Leginos. Es war so klar, dass ich da reinlaufe. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber nein. Inkompetenz lässt grüßen. Inkompetenz lässt grüßen. Interessantes Pokémon. So, dann gehen wir mal hier weiter auf der Route. Mal gucken, wo es lang geht. Wo muss ich hin? Zum Item. So, top. Ah, Strepoli. Strepoli. Lass das. Was soll das? Was wird das? Was gibt das? Flucht. So, du bist entkommen. Aggressive Pokémon. Ich wollte euch ausweichen, weil ich da rum wollte, aber nein. Da oben kam schon noch ein Trainer runtergelaufen. Ein Trainer. Und dann schauen wir mal. Oh, shit, hier ist doch noch ein bisschen mehr auf dieser Route zu tun. Ich glaube, das machen wir alles in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wir müssen doch da oben hoch. Ups, ach Mann, wieso laufe ich eigentlich immer die ganzen Pokémon rein? Wieso zum Teufel laufe ich in diese Pokémon rein? Sehr komisch. Und da ist noch ein Pokémon. Oh nö, das Pokémon. Das kriegt jetzt erstmal auf den Deckel, weil ich nicht aussprechen kann. Jedes Mal falsch. Also komm, einmal Nitro-Ladung. Einmal Nitro-Ladung. Vernichte es. Eiskalt. So, sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich kann es euch nicht sagen. Jungs und Mädels, ich glaube, da oben ist falsch. Und da gibt es noch den Kampf. Ich gucke ja einfach oben, was da losgeht. Und dann ist die Folge auch zu Ende. Ich hoffe, der Kampf geht schnell vorbei gegen Milli. Milli. Goldra. Gibt es hier etwa Goldras auf der Route? Weil meistens sind ja so, dass die Trainer, die die Pokémon auch hier benutzen, diese Pokémon auch hier nicht effektiv. Wow. Dass man diese Pokémon hier auch auf der Route fangen kann. Ich guck mal, ob das funktioniert. Ich weiß, dass es ein Drache Geist ist, aber dafür, dass es nicht effektiv ist, haut das ordentlich rein. Ja, genau. So. Skalik, okay, wir wechseln mal. Nee, also eins von den beiden Pokémon gibt es nämlich hier nicht. Skalik, denn ich habe, glaube ich, Geronimax hier gesehen, ne? Bei mir ist es Geronimax und Skalik ist halt das andere exklusive Pokémon für Schild. Skalik, 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 Skalik. Wieso mache ich einen Ladenstoß, wenn ich Overdrive mal sehen möchte? Fragt mich was Leichteres, Jungs und Mädels. Ich stelle mich dann gleich wieder hin, damit ich weiß beim nächsten Mal, wenn ich wieder aufnehme, dass ich da lang muss. Deswegen, Millie ist besiegt und dann schauen wir mal. Ich glaube, oben geht es nicht lang. Ich glaube, es geht eher unten lang, ne? Genau, da sieht man ja auch Geronimax. Ja, das ist nur das versteckte Item. Riesen-Nugget. Ja, wir schauen mal. So. Ja, das ist noch ein Trainer, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann, oh, das sollte ich schon mitnehmen in den Bad. Weil wer weiß, ob es noch da ist. Und dann würde ich mal sagen, nach diesem Kampf bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Und damit, nachdem ich dieses schöne Pokémon besiegt habe, bedanke ich mich natürlich wieder gerne fürs Zusehen. Und wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns dann auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich mach mal so, dass er mich nicht sieht und dass die mich. Ich will eigentlich meine Folge beenden. Und dann laufe ich in dieses blöde Puppen rein. Eigentlich ist das Video schon zu Ende, aber ja. Ich muss halt kurz. Ich glaube, ich mache dann so, dass ich dann speichere. Dann kann mir nichts passieren. Dann kann ich nicht in den Puppen reinlaufen. Das war ja auch in Let's Go immer manchmal der Fall. Genau, Flucht und dann auf Wiedersehen.